Hallo, ich bin's wieder, Mopitz. Letztes Wochenende ist leider das Video ausgefallen, da es ein bisschen was zu tun gab bei uns zu Hause in der Familie. Deswegen leider kein Video, dafür aber heute eins. Wieder geplant, geht's vorwärts. Diesmal gibt es eine Prism Box von 2122 im Blaster mit 6 Packs A4 Karten. Die Box habe ich mir in München letztes Jahr gekauft auf der Card Show. Und dann gibt es noch dazu, weil das relativ schnell wahrscheinlich durch sein sollte, zwei Briefe. Einmal vom lieben Kim über Fock und einmal vom lieben Pippo über eine WhatsApp-Gruppe oder die WhatsApp-Gruppe. So, wir fangen mit der Box an und dann arbeiten wir uns durch zu den Briefen. Der Brief von Kim, der ist vom Februar diesen Jahres und Pippos Brief, der ist wahrscheinlich eventuell von 21 oder 22, auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Kann man es erkennen? Nee, ne? Sieht man nicht. 29, 21. Ja, ich schätze auf 21. Ist was drin, ist was Größeres. Mal schauen. Wir lassen uns überraschen. Gucken, was besser ist. Die Briefe oder die Box. Oder der Blaster. Ist eher eine Mini-Box als eine richtige Box. So, wir haben unsere Schnitthilfe dabei. Zack. Ein kleiner Schnitt. Natürlich hoffen wir jetzt hier auf Cage Rookie, Mobley Rookie. Am besten natürlich das Ganze noch als Parallel. Autogramm exklusiv sind auf jeden Fall die Ice Prisms, aber ich glaube Autogramme oder Memo-Karten sind nicht garantiert, können drin sein, aber wahrscheinlich eher weniger. Ich tippe mal auf ein paar Rookies, ein paar Base und 1, 2, 3. Also die drei limitierten oder drei Varianten plus vielleicht noch eine vierte Variante als Hit. Wie sagen sie so schön immer? Let's go! So, da haben wir Vince Carter und da haben wir schon die erste Eis im Hintergrund. Man sieht es schon gleich glitzern. Dann haben wir einmal C.D. Osman als Base. Finney Smith als Base. Und die Eis ist kein Rookie. Es ist Ines Kenter. Yay. Nee, die kommt nicht nach hinten. Da würde ich doch lieber die Karte nach hinten stellen als die. Nächste Runde, nächstes Glück. Heißt, wir haben schon eins von drei Ice Prisms erwischt. Heißt, bei sechs Packs ist die Hälfte Eis, die andere Hälfte vielleicht ein Insert noch. Ja, genau, Inserts können auch sein, eventuell. Oder Silver parallel. Okay, hier ist die. Ah, hier ist einmal Silver und Eis dabei. Cam Reddish als Base. Dann einmal gedreht wieder. Terence Davis der zweite. Und ich denke, wir sind wieder Bucks. Vielleicht Giannis. Oder Middleton. Oder. Es ist Ray Allen. Okay, der hätte jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ist ja kein aktueller Spieler. Ist ja mittlerweile auch Hall of Famer. Ray Allen Silver. Das ist cool. Besser als Ines Kanter. Und dann haben wir hier noch die Ice. Von welchem Team? Aus Detroit. Vielleicht Sabin Lee. Kate Cunningham Rookie. Wäre Hammer. Gucken wir mal ganz kurz. Einmal runtergescrollt, aber ich glaube, das ist kein Rookie. Nee, es ist Diallo Ice. Boah, die Ray Allen ist gut. Die kann man auf jeden Fall hinstellen. Diallo darf nach drüben gehen. Heißt, es bleibt nur noch einer Ace übrig. Das heißt, wir haben eine Hotbox oder Hot Blaster. Hot Blaster. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr als die normalen Odds drin, aber bei zwei Ice, bei drei garantierten, ist da jetzt nicht mehr viel Luft für. Okay, hier ist die dritte Ice. Dann sollten die letzten drei keine Ice mehr drin haben. Brandon Clark als Base. Dann haben wir einmal Biombo als Base. Dann gibt es eine grüne von den Orlando Magic. Das könnte vielleicht, wenn ich Glück habe, RJ Hampton sein oder Bol Bol oder Suggs oder Anthony oder wer auch immer. Es ist Tracy McGrady, wieder ein All-Star. Okay, die Parallels gönnen heute mit All-Stars, also mit Hall of Famer. Ray Allen und Tracy McGrady. Das ist cool. Das schmeckt mir. Dann haben wir OKC als Ice-Variante.
in dem Fall. Oh, ein Rookie. Wer ist Rookie OKC? Ich habe keine Ahnung. Ich fällt gerade keinen Namen ein. Und wahrscheinlich kenne ich das Gesicht genauso wenig. Wahrscheinlich habt ihr sofort eine Ahnung, wenn ihr schon das hier seht. Es ist Josh Giddey. Cool. Halt, Moment. McGrady darf nach hinten auf jeden Fall. Stopp, nicht dahin. Ah, Giddey Rookie Ice. Sehr, sehr geil. Die ist nice. Okay, leider etwas off-centered. Man sieht auch hier schon noch den hellen Strich von der Karte, die eigentlich hätte neben dran sein sollen. Also total nebendran geschnitten. Vorne ist okay, aber hinten ist es daneben. Also eine PSA 10 wird es nicht. Es sei denn, man erwischt einen guten Grader. Also einen Grader mit einem guten Tag. Dann schon. Ja, coole Karte. Auf jeden Fall ja, die Top 1 bis jetzt. Top 2 würde ich sagen, Ray Allen, 3 ist McGrady. Weil die Silvers sind, glaube ich, seltener als die Grünen und auch beliebter. Dann haben wir jetzt hier das vierte Pack. Eis sollte keins mehr drin sein. Insert wäre noch was eine Option. Da gab es auch zahlreiche Inserts, die wir jetzt auch ziehen könnten. Okay, ja, es ist Insert und es ist was in Rui Wave. Einmal Robin Lopez als Base. Dann haben wir Kemba Walker. Und die Ruby ist von den Pacers. Kein Rookie. Miles Turner. Okay. Ist aber nicht limitiert. Und oh, Dominance LeBron James. Sehr cool. Ist auf jeden Fall, wenn schon Insert, dann ein gutes Insert. Gibt es auch noch einen ganz anderen Farbvarianten mit Grün und Silber. Das ist jetzt der Standard. Insert aber, hey, das ist cool. Ich kann nicht meckern mit der aktuellen Ausbeute. Dann noch zwei übrig. Gucken, ob noch was toppen kann. Ob noch eine Karte kommt, die 4 vom Thron stoßen kann. Aber ich finde, das ist jetzt mal schon eigentlich ganz, ganz gut bis jetzt. Bones Highland auf jeden Fall. Auch noch ein super Rookie. Hätte es auch verdient, dort zu stehen. Aber wie gesagt, die anderen sind ein Ticken besser, weil es parallel sind. Dann James Harden als Base. Dann Blake Griffin Base. Und letzte Karte ist wieder ein Insert. Von den... Okay, Sabonis Global Reach. Ja, Jason, das könnte deine sein, wenn du Bock hast, kannst du die gerne haben. Bring ich dir beim nächsten Mal mit. Und Last Pack Mojo. Ja, wir haben Silbergrün, wir haben Rookies gezogen, wir haben Insights gezogen. Ja, was ist noch drin? Keine Ahnung. Vielleicht noch ein Rookie. Standard-Rookie ohne alles. Ich werde euch jetzt nicht nach auf die Seite schieben, dass wir hier spoilern können. Sondern werde versuchen, das so zu machen, dass wir nur die erste Karte sehen immer. Malone Base, Vucevic, Christian Wood und Trommelwirbel für die letzte Karte. Oh, es ist Rookie. Aber es ist gedreht. Da müssen wir einmal switchen. Instant Impact von Quentin Grimes als reguläre. Wer ist ein Prism, würde hier oben Prism stehen. Ja, sehr schickes, sehr buntes Insert auf jeden Fall. Auch kein schlechter Spieler. Ja, also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Die Giddey hat es rausgehauen. Das war so top of the box. Gefolgt von der James, die Allen, die McGrady und wie gesagt, Bones Highland ist auch nicht verkehrt als Rookie-Card. So, dann packen wir das mal auf die Seite, machen jetzt noch die zwei Umschläge und dann sind wir schon wieder fertig für heute. Wir fangen mit dem aktuelleren an, aus diesem Jahr, aus Februar. Gucken, ob das sauber aufgeht. Ja, komm, ich schneide es auf. Schneller. So, da haben wir eine WNBA-Autogramm von D'Arcia Hamby. Das ist die 2022er Panini Prism Variante oder Serie. Okay, da gab es ein bisschen Baseball. Dann packen wir das Ganze hier mal aus. Wir haben, da sind mehrere Karten drin, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen anders machen. So, das kommt auf die Seite. CJ Abrams, Start of the NBA, of the MLB Rookie Insert. Aber nicht limitiert.
Dann einmal Christian Pecci als Purple Topps Chrome Rookie Parallel. Nicht limitiert, beziehungsweise Update, also Topps Chrome Update. Das heißt, es gibt die Topps Chrome Serie. Und nachdem sie die rausgebracht haben, machen sie nochmal eine Update-Serie mit den ganzen neuen Drafts und ja. Die. Ist hier die Worte. Naja, wenn die Spieler die Vereine wechseln. Ich komme nicht drauf, ihr wisst, was ich meine. Ja, das gibt's dann. So, dann Ozzy Albies als Rookie. Bowman ist auch die reguläre Bowman, weil es gibt auch Bowman Chrome, Bowman Chrome Prospect, die heißt dann BCP oder BC oder BD, Bowman Draft. Das ist die reguläre Bowman. Rookie-Karte aus 2018, genau. Dann hier Acuña Junior, das ist allerdings, glaube ich, nur eine Base von Topps Museum. Ja, eine Base. Ein schickes Autogramm von Drew Rasmussen, Rookie-Autogramm, On-Card, sehr cool, von Chrome. Sehr nice. Dann gibt es hier wieder ein Pickel mit ein bisschen mehr drin. Da haben wir Bobby Miller. Das müsste allerdings irgend so ein Camouflage-Parallel sein von Bowman Prospects, genau. Dann Grayson Rodriguez, auch Bowman Prospects, BP. Nick Allen, auch Bowman Prospects. Und Stargazing Aaron Judge, Insert von 2020. Das sind die Metal Universe Karten. Laura als Base Card. Dann die Blast Furnace als Insert. Und Adley Rutschmann auch als Base. Der ist auch aktuell ziemlich gut. Die Saison hat ja frisch angefangen. Und der ist erstaunlicherweise ziemlich gut. Also der hat überrascht. Dann Colmeris als Base. Auch von Metal Universe. Zweimal sogar. Und nochmal William Diaz als Base. Da ist noch mehr von dem Metal drin. Vielleicht haben wir nochmal ein Insert oder so. Laura Base, McCarthy Base und Richmond. Dann Campos Base. Ah, Ken Griffey Jr. Blast Furnace, sehr schön, sehr nice. Und nochmal die Diaz. Und letzte Pack. Campos ist das Skybox Metal Parallel. Das Ganze auch von Diaz und von Richmond. Sehr geil. Das ist cool. Die Karten leider nicht limitiert, sonst hätten sie hier die Limitierung drin, wenn das Star Rubies wären. Ne, Metal Pressure Gems, nicht Star Rubies. Andere Geschichte. Ja. Sehr cool, sehr schönes Insert mit dieser Galaxie im Hintergrund. Kann man es erkennen? Ja, sieht man. Ja, sehr hübsch. Aber für die hintere Reihe hätte ich da jetzt auf Anhieb eine Karte, die ich auf jeden Fall hinsetzen würde. Und zwar, das ist das Autogramm von Rasmussen. On-Card und quer ist cool. Und da kann leider mit Grady in grün nicht mithalten. Dann das letzte Pack. 30 Minuten haben wir schon, okay. Zeitlich ganz gut im Schnitt. Jetzt habe ich drei geschnitten. Scheiße. Sag mal nicht. So. Gucken wir mal, wie wir das Ganze hier aufkriegen. So nicht. Ein bisschen mehr Gewalt und es funktioniert. Tada, leer. Okay, das sieht nach Prism Rookie Geballer aus. Aber Pippo, der ist echt geil verklebt. Hätte ich das gewusst, so verklebt ist, hätte ich das vielleicht ein separates Video gemacht. Mit einer Laufzeit von 10 Minuten. Das ist einfach schön ausgeflickelt, aber so. Ja, müssen wir da ein bisschen improvisieren. Das geht so nicht. Wo ist der Anfang? Der war hier. Ich glaube, ihr könnt schon mal 10 Minuten vorspulen, bis ich hier fertig bin. Ich packe erstmal beides aus, weil das echt mühselig ist.
und dann geht's gleich weiter. So, muss auf jeden Fall von 21 sein, weil ich hätte mir sonst einen Uni oder einen Justin James, glaube ich, nicht geholt. Die spiele ich schon lange nicht mehr. So, Isaiah Roby als Silver Prism. Dann Dylan Windler als Silver Prism. Oh, Jalen McDaniels. Sehr cool. Als Silver Prism. Direkt für die PC. Jalen Noel. Auch sehr gut. Silver. Cool. Ja, Uni ist nix. Waters ist auch nix. Jordan Bone ist auch nix. Brad Dykes auch nichts. Und Justin James auch nichts. Okay, das ist halt das Problem, wenn man halt das Zeug zu lange liegen lässt. Dann verabschieden sich so 1, 2, 3, 4, 5 Spieler mal aus der NBA. Und ja, gut, ich meine, hätte ja auch hier was anderes dabei sein können. Ne? Spieler, die jetzt wie Jaden McDaniels zum Beispiel, wenn jetzt hier aufgetaucht werden, oder Jordan Poole, oder keine Ahnung, da macht das natürlich Sinn, oder wäre es cool, aber so, ja, knapp verloren, ne? Also 5 zu 4. Ja, da kann man auf jeden Fall. Nee, lass mal so, wie es ist. Ray Allen hat seinen Platz verdient. Das war's. 16 Minuten sind jetzt voll. Und es ist fusselig geredet. Ich trinke jetzt einen Kaffee. Haut rein, bleibt gesund. Und nächsten Sonntag gibt's wieder ein Video. Bis dann.